Ihr piepst das weg, ne, oder? Piepst ihr das weg? Ey, wie ekelhaft, ey. Hi, wir sind Christian und Alicia und wir spielen heute Wahrheit oder Schott bei Wisst ihr noch? Ja, und hast Bock? Ja, natürlich habe ich Bock. Aber ja, ich glaube eher, wir gehen hier heute als geschiedene Leute raus. Oder besoffen. Welches unserer Kinder liebst du mehr? Ach du Scheiße, ey. Ich liebe alle bis auf die dicke Fette, ey. Ist nur Spaß, Leute. Ist wirklich nur Spaß. Er liebt auch die dicke Fette. Sorry, Leute. Sorry. Das tut mir leid. Nein, also ich liebe auch ganz die dicke Fette, ey. Ich würde nie. Erstmal dick guckt Fett. Guckt uns an. So, ich würde uns nie, an. Also, ne, würde nie Scherz über sowas. Mach das mal so, ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe den jetzt getrunken aus Spaß. Ich liebe natürlich alle meine Kinder gleich. Aber die musst du jetzt leider beantworten. Ja, dann schieß mal los. Was ist meine ekligste Eigenschaft? Deine ekligste Eigenschaft, ja, kann ich euch sagen. Wie sie guckt doch schon ekelig jetzt, ne? Ja, finde ich, weil ich finde das so ekelig, kann ich euch sagen. Weil selbst mein Papa hat das früher gemacht. Der Christian, der geht sich immer schön mit dem Autoschlüssel im Ohr und puppelt sich den Ohrenschmalz da raus. Macht das auch gerne mit dem Schraubendreher. Ja, stimmt. Autoschlüssel oder Schraubendreher, ey, wie ekelhaft. Was ist ein richtiger Abtörner an mir? Ah, das kann ich sagen, meine Frau furzt. Ja, die furzt unter der Bettdecke. Bist du ein und Assi, ich schwör's ey, euch, du bist aber ein kennt, Assi, ihr, kennt ihr das, Christian, wenn ihr so Kartoffelsalat oder Nudelsalat gegessen habt und danach furzen müsst? Das ist ekelhaft, kann ich euch nur sagen. Mit wie vielen Männern hattest du vor mir etwas? Trink bitte. Nee, warum kann ich doch ehrlich sein, oder? Ich glaube, es waren zwischen 3 und 4. Alter, jetzt mal ohne Scheiß, wie kann man nicht zwischen 3 und 4 entscheiden? Wie geht das denn? Also 3 oder 4, ja, was aber halbes, zwischen 3 und 4. Was halbes und nichts Ganzes vielleicht, was man gemerkt hat. Was man gemerkt hat? Was gefällt dir an unserem Matratzensport so gar nicht? Jetzt wird's Zeit, oder? Für eine Waldmeisterbrause hier, komm. Und, hat gemundet? Super. Sehr schön. Ah, hast du schon einmal heimlich meine Nachrichten gelesen? Und wenn ja, warum? So ist das hier, ne? Ja. Du liest meine Nachrichten, Digger, halt! Kann ich sofort beantworten? Da bin ich muss das beantworten, so, nicht du. Jetzt lass die Flasche weg. Ach, ja, stimmt. Wie oft hast du schon Freudenhäuser besucht? Besucht? Ah, besucht locker schon 2, 3 Mal. Echt? Hast du ja, gemacht? Klar. Wirklich? Ja, aber nicht drin gewesen, nur besucht. Mach ich darf das nicht sagen, weil das ist ja dann Pieps, ne? Aber das ist so ein Kumpel gehabt, ne? Ihr piepst das weg, ne, oder? Piepst ihr das weg? Ich schwör's dir, Leute, ich hab mich nicht mehr eingekriegt. Mit wem von meinen Freunden würdest du gerne ein Techtelmechtel beginnen? Trink lieber, sage ich dir. Aber dann ne, trink. Ne, sag, komm, sag. Nicht trinken lieber. Sag mal, wer das ist, komm. Ne, komm, sag mal. Komm, nicht trinken, sag, wer das ist. Stößchen. Das juckt den jetzt. Bestimmt der Haxe. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was war das schlechteste Geschenk, was ich dir jemals gemacht habe? Sie hat mir mal so eine Kette geschenkt mit so einem Ochsen dran, ne? Also doch, wusste ich. Und ich habe mich immer gewundert, warum die ganze... Die hängt nur. Die hängt und das Ding wiegt 50 Kilo. Schwer, 50 Kilo ungefähr wiegt das, Alter. Und du gehst immer so. Mit wem von meinen Freunden sollte ich am besten keine Zeit mehr verbringen? Eigentlich mit keinem. Ich sollte mit keinem Zeit verbringen. Nein, ich muss sagen, es ist gar keine schlimme Frage. Nee, du magst, also wir du haben magst die Leute, die wir in unserem Freundeskreis haben und man hat im Laufe der Jahre hat man aussortiert. Ja. Und alle, die da drin sind, ist genauso gut so, da wo sie sind. Und ich würde nie irgendwie Christian in Kontakt mit jemandem verbieten, weil der Mann ist 3x7 und das muss er für sich alleine wissen. Boah, ich bin 21, egal, ja, oder? Okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie intelligent würdest du mich einstufen? Sei ehrlich. Ich weiß ja, dass du das nur aus Spaß meinst, oder Schatz? Klar, das ist Spaß. Hat dir jemand schon mal geraten, Schluss zu machen? Wenn ja, wer? Ja, mir wurde schon öfter geraten, damals, als wir eine schwierige Zeit hatten. Die Alicia hat das nicht gemacht, kann ich euch sagen, warum. Diesen Mann, den ihr hier neben mir sitzen seht, das ist der Mann, der hat mir alles Schöne auf der Welt gezeigt. So viele Dinge, Momente, Orte und da habe ich gesagt, den lasse ich nicht noch mal gehen. Mit dem möchtest du bis ans Ende der Welt gehen und bis zum Schluss und bis... Gar nicht, ich liebe dich.
Wo beweise ich regelmäßig schlechten Geschmack? Kann ich nichts zu sagen. Gar nicht. Nee, oder? Nee. Guck dich an. Ja, meine Frau hat einen guten Geschmack, die hat mich geheiratet. Was soll ich sagen? Schöne Kinder gemacht? Ja. Gar nicht. Naja. Du hast keinen schlechten Geschmack. Welche Fantasie würdest du gerne ausleben, aber hast dich noch nicht getraut, sie zu sagen? Boah, Schatz, jetzt kommt's raus, dass du als Waldelfe gerne mal durchs Schlafzimmer tanzen würdest. Echt? Alter, ich dachte, wir wissen alles übereinander. Und da gibt's echt noch Fantasien? Erzähl mir doch von den Dingern, ey. Du weißt doch, ich mach alles. Boah, weißt du was, Schatz? Die Frage stelle ich dir nicht und ich trinke den sogar für dich. War der böse? Der war scheiße. War wirklich böse? Ja, da war irgendwas mit deinen intimsten Geheimnissen. Und da möchte ich nicht, dass du die preisgeben musst. Ehrenmann. Bruder, ja. Einmal Trommelwirbel. Und die Frage wirst du auch beantworten können, das weiß ich. Gibt es etwas in unserer Beziehung, was dir Angst macht? Ja klar, ich habe total Angst, unsere Kinder zu verlieren und dich. Das ist ja ganz logisch. Solche sentimentalen Fragen hier. Ich bin dran. Entschuldigung. Wann bin ich dir normalerweise am peinlichsten? Ja, wenn du immer so laut redest und so. Du bist immer so der obligatorische Typ, wenn man sagt, jetzt nicht hingucken. Buh! Oh, jetzt wird's schon mal interessanter. Hast du schon einmal ernsthaft über eine offene Beziehung mit mir nachgedacht? Leute, ich kann euch eins sagen. Die Frau reicht alleine. Nein, hab ich nicht. Stopp. Bin ich jetzt schon wieder dran? Ich bin dran. Ach, du bist schon wieder dran. Ich krieg da gar nicht mehr. Du bist ja total geil da drauf, ey. Von welcher meiner Ideen bist du froh, dass ich sie nie realisiert habe? Eigentlich hast du immer gute Ideen und wenn ich die scheiße finde, dann sag ich's auch. Und wenn ich die scheiße finde, dann... dann werden die auch nicht umgesetzt, ne? Wer in meiner Familie müsste mehr Zeit in die Körperhygiene stecken? Dein Neffe. Wie kommst du denn da, wenn er das hört? Das Kim ist um zu und der kommt da hin mit seinen Adiletten da, unrasiert und Joggingpeitsche, ja, und Flasche Bier in der Hand. Das wirkt jetzt nicht sehr hygienisch, ne? Aber ist ein geiler Typ. Dori, liebe Grüße an dich. Ich bin dran. Ich bin dran. Nixer, du hast doch... Du hast doch jetzt gerade... Du hast jetzt gerade gefragt. Hab ich jetzt wirklich? Boah, Digga, ey, was ist denn los mit dir? Warst du schon einmal in Handschellen und wenn ja, warum? Die Story erzähle ich jetzt mal, jetzt dauert es länger. Hä? Da fällt mir gar keine Story zu ein. Nicht? Ich dachte. Ich war noch nie in Handschellen. Ja, und sie erzählt immer so Stories wie, da habe ich mal geklaut, dann haben sie mich einkassiert, dann habe ich mal die, Quatsch, das dann die, noch für die Irrenanstalt angezündet und so. Ja, das habe ich wirklich. Ich habe die Ballerbullen. Ja, und haben die nicht abgeführt? Nein, haben sie nicht. Ich war ja noch klein und bin weggerannt. Also nein. Nein, ich war noch nie in Handschellen. Noch nie. Das müssen wir ändern. Jetzt böse. Riecht das schon. Wie haben deine Eltern mich nach dem ersten Kennenlernen empfunden? Als sehr sympathisch. Scheiß Fragen. Tut gar nicht weh. Habt ihr nichts Vernünftiges? Nicht Welche Eigenschaft eines Ex-Partners vermisst du an mir? Hier. Ruhe und Gelassenheit. Ja, das verstehe ich. Okay. Nehme ich hin. Welche Flasche ist leerer? Deine tatsächlich, ja, tatsächlich, ne? Aber Leute, ey, guck mal. Die war doch nicht voll. Die haben gesagt, bis hier oben. Nein. Die von der Regie hier. Nein, die von der Regie hier. Könnt ihr mal eine klatschen hier im Stadion? Ja. Wir waren jetzt hier bei Wahrheit oder Schott. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann folgt uns auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube. OnlyFans. Nein. Nein. Und das alles unter Chris und Alicia.